Yeah. Wow. Und die Rauchmelder ringen. Der macht so ein Fahrrad-Vibe bisschen und die Rauchmelder ringen. Geil, Digga. Du bist so einer, du schreibst Texte mit einem Genderstern. Einfach Young Fahrrad, Bruder. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Controller. Sorry, sorry, es ist Gott, bin over. Push in my hot set. Oh shit, man. Let's do the intro, motherfucker. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Yes, sir. Wir haben heute mal wieder eine Reaction am Start. Und zwar hat 4-7 wieder ein neues Video hochgeladen. Big Difference. Und zwar ist es heute der Schüler gegen den Lehrer Rematch. Ich glaube, Schüler und Lehrer waren einer der ersten Battles. War es sogar das erste? Nee, erste war Ex-Freund gegen Ex-Freundin, glaube ich. War auf jeden Fall unter den ersten drei Battles. Und ich fand es auch einer der besten Battles. Deswegen bin ich auch gespannt auf die Rückrunde jetzt. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Abonniert auch den zweiten Kanal hier. Und ja, abonniert auch gerne den Kanal von 4-7. Ich finde das Format Big Difference richtig nice, Digga. Und er liefert uns auch regelmäßig Content damit. Deswegen vielen Dank an der Stelle. Mach weiter so, Bro. I like that very much, man. Wir gehen jetzt rein in die Reaktion. Bin ich mal gespannt, was die verzapfen. Der Lehrer hatte doch diese Artemis-Line gemacht. Die ist bis heute im Kopf geblieben. Wie schön ist die, Alter. Let's do it, man, Alter. Einmal Bizeps noch auf Nacken. Okay. Das geht ab, meine Freunde. Mein Name ist 4-7 und heute... 4-7, herzlich willkommen bei Big Difference. Heute haben wir ein richtig geiles... Kurzen Sketch eingebaut. Korrekt, alle. ...Rematch für euch und das ist Lehrer gegen Schüler. Ihr habt es euch gewünscht. Heute habe ich die beiden zusammengetrommelt und die werden sich heute richtig krasse Punchlines geben. Bevor das Video beginnt, geht alle in die Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal und viel Spaß mit dem Battle. Jetzt kommen wir zum Interview. Zu einem. Da sind die zwei Süßen wieder. Dicker, könnte auch einfach sein Sohn sein, ne? Match, Lehrer gegen Schüler. So viele haben mir geschrieben, dass sie sich dieses Battle wünschen. Und ja, fangen wir mal mit dem Lehrer. Bist du gespannt auf das Rematch und warum das Rematch? Ich bin sehr gespannt auf das Rematch. Ich fand meinen Gegner überraschend sehr gut. Und ja, die Leute wollen ein Rematch sehen. Und dann haben wir gesagt, machen wir das halt nochmal. Okay, was sagst du dazu? Ja, also das erste kam gut an und da war ich eigentlich noch ein bisschen ruhiger so. Aber jetzt beim Rematch ist ein bisschen mehr Action drin und dann zeige ich ihm mal, wie man battelt. Let's get it on, man! Das wollen wir ja mal sehen. Ja, das erste Video hat 1,7 Millionen Aufrufe erreicht und krass, Digga. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr wild. Denkt ihr, dass dieses Battle genauso erfolgreich wird? Definitiv. Ja, ich glaube auch. Okay. Und bist du als Lehrer sozusagen besserer Rapper als dein Schüler? Weil das ist ja seine Materie. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Ich habe ihn auseinandergerissen beim letzten Mal. Und... Muss man so sagen, Digga. Der hat gut abgeliefert letztes Mal. Eigentlich mache ich sowas ja nicht. Aber es hat mir ganz schön viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Im Battle Rap und... Ja, Mann. Was hat denn das Lehrerzimmer dazu gesagt? Würde mich mal interessieren an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Ja. Deswegen bin ich hier. Ganz, ganz stark. So. Ja, also seine Tochter hat mir geschrieben, dass ich besser war. Also ist eigentlich alles gut. Ja, Bruder. Genau so. Okay, mal gucken, wer nach diesem Battle, wer wem schreibt. Und jetzt kommen wir zum Battle. Let's go. Einfach dort. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zum Rematch Lehrer gegen Schüler. Ihr habt es euch gewünscht. Wir sind immer noch in Krefeld. Hinten zweite Reihe Lehrerin, oder was? Einstraße. Lehrerin versus Schülerin wäre auch geil. 70 in Blaze, kommt alle vorbei und... Der Schüler wird dieses Mal beginnen. Let's motherfucking go. And die da hinten gibt mir schon so einen leichten Lehrerin-Vibe auf jeden Fall an der Stelle rüber, so. Mit dem weißen Rollkragen und dem schwarzen Kleid oben drüber. Da drück auf Play. Brrr. Ah. Yeah. Wow. Geil, Digga. Richtiger Maschinenbeat.
Schüler versus Lehrer, Rematch, ich werd siegen. Seit dem letzten Battle ist deine Tochter in mein DMs. Sie war wahnsinnig, nach meinem Aramis, ich laber nicht. Sie hat nur geschrieben, dass ihr Vater ein Versager ist. Dass du gegen mich gewinnst, nein, das glaub ich nicht. Ich betrüge deine Oma mit dem Enkeltrick. Ich finde das voll den geilen Vibe, Mann. So ein kleiner Bruder hat eine gute Delivery schon so und so. Weißt du, was ich meine? Fischischchen, du bist nicht Bushido, doch du hast Rückenprobleme. Dass du ein Opa bist, ist sowieso korrekt. Bro, mein Lehrer ist älter als der Overhead-Projektor. Du nimmst mich als Feder für den Amoklauf, du blöder Honk. Ich schmeiße deine Tochter an Silvester an den Kölner Dom. Deine Mutter will den Tauchtanz beibringen. Ich hör, sie lässt entfahren und die Rauchmelder ringen. Doch dass sie da ist. Der macht so ein Fahrrad-Vibe, bis sie hinten und die Rauchmelder ringeln. Geil, Digga. Richtig geil, immer wenn sie ihre Beine öffnen, gibt es für die Schule hitzefrei. Ich schwöre, dein Blick auf der Familie flucht. Deine Mutter ist die nackte Frau in dem Biobuch. Young Fahrrad ist in the building, man. Ey, ich find's geil, Digga. Ich find echt. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber für sein Alter hat er echt schon eine gute Confidence am Start, Bro. I like that, man. Weiter so. Drei, kriegt der Lehrer Problem. Ich sag, du Hurensohn. Er sagt, ein Franzis from Play. Du bist im Leib, so ein billiger Freak. Ich sag, du Nutte. Er sagt, das heißt immer noch sie. Und im zweiten Part hat ich den Punker ermorden, sodass sie sich wünschen, sie wären die Beamter geworden. Ganz, ganz starke erste Runde. Starke erste Runde, Bro. Dann macht er mal Lärm für den Schüler. Bombe, Bombe. Ja, jetzt bin ich gespannt, Bruder. Der allercoolste auf dem Pausenhof. Jetzt kommen wir direkt zu der Antwort vom Lehrer. Erste Runde, Lehrer. Let's motherfucking go, 100. Er beleidigt, juckt mich echt nicht. Dicker, nenn mich gerne Nutte oder hässlich. Der Direktor erzählt mir nämlich letztens, dass du ab August auf Sonderschule wechselst. Oh! Diese Fotze nochmal, bei deinem Sozialverhalten steht, du bist ein Mobbingopfer. Ich bin immer noch dein Lehrer, du Loch. Bist du frech, gib ich Aufgaben über Ferien auf. Geht. Noch nicht ist er noch, also da bist du doch für mich noch nicht Lehrer. Fahrt, Wahrheit oder Pflicht. Denn Pumpe nimmt Wahrheit und sagt, dass du ein Huso bist. Dann in der nächsten. Er hat textliche Probleme so ein bisschen, glaube ich, ne? Nimmst du Pflicht, die Mädchen sagen, sorry, ab hier spielst du nicht mehr mit. Willst du noch mit einer Tadel kassieren und sag deiner Mom, sie soll sich mal die Arme rasieren. Du bleibst fünfmal sitzen, was ist da los? Selbst der Downy in der Klasse sagt, du bist eine Mistgeburt. Deine Mutter ist die fette Cafeteria-Frau, denn jeder weiß, dass du ein schlechter Schüler bist. So krass hässlich, dich mal Pädophile entführen dich. Das ist eine Erbkrankheit. Und die. Wir distanzieren uns an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Drin haben auf dich mit ihrem Arm gezeigt. Zum Glück bist du gutes Beispiel für mich, mein Kind. Denn das kommt raus, wenn die Eltern Geschwister sind. Ja, ich muss sagen, der war letzte Folge, also im ersten Match, ein bisschen mehr on point, der Lehrer, habe ich das Gefühl gehabt, oder? Oder was sagt ihr, Freunde? Schreibt mal in die Kommentare rein. Ganz, ganz stark. Also bis jetzt liegt der Schüler vorne, weil der hat auch diesen, wie sagt man, diesen jugendlichen Bonus auf jeden Fall. Erste Runde vom Lehrer, macht einmal Lärm für den Lehrer. Boah, ganz brutal. Was sehen wir hier für ersten Runden? Aber die kommen beide sympathico rüber so. Beide. Sowohl Lehrer als auch der Schüler haben krass abgeliefert. Jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde vom Schüler. Let's motherfucking go, 100. Gib ihn. Mach zu jetzt, Bruder. Schon in Sachkolde wollte ich sie schlagen. Er zeigte uns damals viele Tierarten. Beim Thema Hund verstand niemand mehr die Welt, denn er hat uns dann seine Familie vorgestellt. Penis, die Zahl braucht er dafür ein 50mm Lineal. Darf ich auf Toilette, frag ich diesen Hans. Er sagt zu mir, ich weiß nicht, ob du das kannst. Im Winter kommt er mit Belehrung, lass ihn scheiß sein. Werfe auf dich, ich lebe, doch mach absichtlich einen Stein rein. Denn du bist eine brutale Schlange. In der Waldorfschule müsstest du einen Hurensohn tanzen. Wo ich deine Frau sehe. Du dummer Clown, jedes Mal X-Hamster, Computerraum. Du wirst gegen mich jetzt rausfliegen, ja, denn X-Hamster sind viele Haustiere. Wie ich euch schon letztens sagte, belästigt er die Mädchen aus der 6. Klasse. Nun wurde angeklagt, er findet's mies und hat Bushido auf dem Weg zu seinem Gerichtstermin. Ich werde weitermachen,
wenn wir nicht damit. Ich mag den, Bruder, ich schätze dir, Alter. Einfach Young Farid, Bruder. Bernd, du bist so einer, du schreibst Texte mit einem Genderstern. Hör auf zu hören, du warst. Hey, wow, Digga, geil. Weichen und kontrolliere stattdessen deine Klassenarbeiten. Stark, Digi, stark, stark. Starke zweite. Stark, Digi. Vom Schüler, macht einmal Lärm für den Schüler. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Runde vom Lehrer. Let's go. Also, wenn du das Ding noch gewinnen willst, musst du jetzt richtig einen raushauen. Für mich liegt der Schüler auf jeden Fall vorne. Schüler gegen Lehrer, Zwerg gegen Riese. Pubertät tut weh, du hast Pickel, aber viele. Du bist so hässlich mit der Friese. Du bist das geprüfte Abschreckbild der Pädophile. Ich lass den Vogel verschwinden. Du hast öfter wiederholt als die Folgen von Simpsons. Ich habe nie seine Ziele gecheckt. Viertes Jahr selbst. Die Pädophile-Lines fühle ich nicht so, wenn ich ehrlich bin. Thema, er kriegt wieder eine 6. Wegen deiner Generation, die aufgetaucht ist, gibt's bald zusätzliche Raucherpause. Du musst aufs Klo, schaffst nicht bis zum Ende. Hier hast du den Schlüssel zur Behindertentoilette. Guter Move. Doch so krass, doch im Rap-Battle mach ich diesen Otto nass. In Pausenhof-Battles kackt das Opfer ab und verliert gegen ein Kind, das gestottert hat. Er ist ein schwaches Pflegekind und ist verliebt in seine Spanischlehrerin. Und als er zu ihr ging, um meinen Kuss zu bekommen, sagte sie: Español, motherfuckers, tranquilo, bro. Buenas de Jota, du Hurensohn. Real Taramote. Sie ist im Lehrerzimmer und macht Gruppenarbeit. Der Sportlehrer übernimmt die kleine Furt und fingert ihre Möse dann mit Schweigefuchs. Nee. Nee. Der Schüler hat gewonnen für mich. Starke zweite Runde vom Lehrer. Macht einmal Lärm für den Lehrer. Ganz, ganz starkes Battle. Oh mein Gott. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Und ihr entscheidet in den Kommentaren, ob die beiden noch ein Rematch machen sollen. Die geben sich Respekt, so wie es sich gehört. Big Difference, wir sind raus. Skrr, nice Folge, Digga. Hier kommt Preview für die nächste Sendung. Und wenn du mitmachen möchtest bei Big Difference, du möchtest hier hochsteppen und deine Gegner auseinandernehmen, dann musst du mir nur eine kleine Nachricht auf Instagram schreiben, ein Live-Video von dir senden, wo du rappst und dann bist du schon bald hier am Start. Ja, wer weiß, Bruder, vielleicht komme ich auch mal vorbei, Bro. Nächsten Sonntag, Kampf der größten Fass. Digga, als ob ich es wieder gerochen hätte, ne? Ich schwör's dir. Die mit dem weißen Rollkragen und mit dem schwarzen Kleid, Digga. Und Ketten der Welt, Burger King gegen McDonald's. Oh shit. Burger King gegen McDonald's, auch nicht schlecht, Digga. Auch nicht schlecht, auch gute Idee eigentlich, ne? Sehr, sehr, sehr nice, Alter. Cooles Battle auf jeden Fall gewesen. Für mich hat aber der Schüler auf jeden Fall deutlich gewonnen. Was heißt deutlich? Ich finde, er hat sowieso den Schülerbonus, den jugendlichen Bonus. Und ich finde auch, der hat einfach für sein Alter die bessere Delivery gehabt. Der Lehrer war ein bisschen raus teilweise. Der hat seinen Text, glaube ich, nicht richtig auswendig gehabt. Und die Punches vom Lehrer haben mir dieses Mal auch nicht so krass gefallen. Ich fand, der Schüler hat schon deutlich, also hat auf jeden Fall besser abgeliefert. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare unten rein. Ich küsse euer Herz, meine lieben Freunde. Be unique. Dabei ist motherfucking alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace the fuck out, man. Jawohl, Junge.